So, nächster Vlog. Bin wieder von außen am Umfahren, aber ich denke, ich steige da mal ab für den Vlog, dass es nicht so zittert. Der Ton war ja ganz in Ordnung. Ja, ich bin jetzt wieder daheim, wie man sieht. Und ja, heute ist schon für mich Anfang vom Wochenende. Morgen lerne ich noch für die Schule, aber ich habe keine Vorlesung. Denn heute Morgen habe ich gelernt und dann haben wir Übungsstunden gehabt bei Visual Computing. Und die hat auch wirklich gut gemacht. Die hat, ja, es war lustig gewesen, hat Sachen erzählt, hat uns Tipps gegeben für Prüfungen, hat Tipps gegeben, wo es Prüfungen gibt. Hat auch mal Optical Flow so erklärt, dass man es versteht. Also da ist, da braucht man dann zum Video komprimieren. Also, ja genau, und nachher am Mittag haben wir Videokomprimierung dann angeschaut und das war schon noch spannend gewesen. Ja, jetzt mal für die, die nicht wissen, ob das nötig ist, Videokomprimieren. Ja, das ist nötig. Eine Sekunde Video, so HD, nicht Full HD, so HD, so wie SRF HD, so. Mit 50 Bildern in der Sekunde. Das ist das Doppelte, wo SRF, glaube ich, ausstrahlt. Aber ist ja gleich. Ja, sagen wir mal, 25 Bilder, so wie SRF. Eine Sekunde SRF. Fernsehen unkomprimiert. Wären 500 Gigabit. Da wären 64 Megabyte. Eine Sekunde. 2 Sekunden 128. 2 Sekunden 128 Megabyte. Da ist es so viel, keine Festplatte, nichts wäre irgendwie genug schnell, um das so schnell wiedergeben können, dass man überhaupt nachkommt. Also die Festplatte wäre jetzt langsam, um so Videos abspielen. Aber wenn man es kann speichern, das macht niemand. Niemand speichert eigentlich Videos unkomprimiert. Wir haben da angeschaut, wie man das macht, wo man da sparen kann, wo kann man, welche Informationen kann man nutzen. Was wird so gemacht? Bei MPEG ist der grösste Standard, den man so benutzt, um das zu machen. Ja, das war spannend, gut, interessant. Und nachher bin ich heim und bin mit dem Einrad zuerst mal über den HB mit den Taschen gedüsselt. Das ist gut gegangen. Ich habe trotzdem eine Minute Spar für den Zug, weil den Zug verpasst. Das ist schade.